In Ermangelung von Vorbereitungszeit und sonstigen Dingen habe ich gedacht, ich erzähle etwas darüber, was ich in den letzten Monaten mit der Fräse gefrickelt habe. Denn bis ich damit angefangen habe, war die Fräse immer ein Jahr. Wir haben eine CNC-Fräse, man kann damit wahrscheinlich irgendwie Dinge tun. Aber wie kann ich damit Dinge tun, Gerät? Es war so ein bisschen unzugänglich. Und außerdem habe ich zu Hause das Problem, dass ich ein Regal bauen will, was natürlich eigentlich gar kein Problem ist. Aber ich möchte gerne ein hübsches Regal machen und ich finde es cool, dafür Intarsien verwenden zu können. Das also ist kein irgendwie Problem, deswegen hast du dir selbst das gemacht. Genau, wie das so ist. Also ein Aufgabe. Also ich möchte gerne, dass man groß so Dinge können. Und das hat man früher irgendwie auch gemacht mit Beiteln und viel Aufwand und so. Und theoretisch müsste es ja mit der CNC-Fräse irgendwie einfach gehen, TM. Das war so quasi mein Ziel. Vor, ich weiß nicht, 2 oder 3 Monaten habe ich mich irgendwie angefangen damit zu beschäftigen, ob man das nicht irgendwie machen kann. Also ich wusste, dass es im Prinzip gehen müsste, aber die Frage war quasi, wie und überhaupt. Ja, weil es kommt aus der Wikipedia, das muss unbedingt, der hat das gemacht. So, das ist einfach ein Foto von einem mittelalterlichen Tarsi. Das noch größer machen? Nein. Genau, was guckt man sich an, wenn man mit dieser Fräse arbeiten will? Erstens, ich schmeiß das mal darüber. Genau. Gibt es hier. Diese wunderbare Seite in unserem Wiki? Andere Seite? Ja, wahrscheinlich ist es ganz cool, wenn man WLAN hat, wenn man das benutzen will. Ne? Erstens aus. So. Hat. Schön. Besser. Ja, es gibt eine Seite, die man kann hier vor allem sehen, dass es eine CNC-Fräse-Seite gibt. Kann ich die noch größer machen? Nicht wirklich. Doch. Okay. Genau, da steht oben relativ viel, wo die herkommt und bla bla. Ich habe mir bisher noch nicht getraut, das grundlegend mehr workflow-orientiert zu überarbeiten. Aber was ich davon tatsächlich dauernd benutze, wenn ich diese CNC-Fräse verwende, ist halt dieses nicht. Da steht drin, wie die quasi angeschlossen ist und wie das elektronisch funktioniert. Wir sollten, nachdem ich das alles erzählt habe, auch einmal kurz rübergehen, glaube ich, damit quasi das, was hier abstrakt als Knopf erzählt wurde, ein echter Knopf wird. Genau, die Smoothie-Board-Config ist auch nicht da. Genau, Workflow. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man irgendwie 3D-Dinge modelliert. Und wie man daraus Code für die Fräse zeigt. Und weil das so viel war, dass ich das gar nicht alles verstanden habe, habe ich gedacht, ich habe eine gute Idee, ich mache ein eigenes Skript. Das ist hier drunter. Das kann ich gleich nochmal aufmachen. Und dieses Skript benutzt, nimmt Schwarz-Weiß-Bilder, die Tiefenkarten sind, und macht daraus Code. Und danach gibt es hier irgendwo diesen wunderhübschen Weblink. Da kann man G-Code reinwerfen und der zeigt einem quasi, was dann ungefähr passieren würde. Das kann ich gleich nochmal zeigen. Aber gleich ist gleich. Genau, und es gibt eine Unterseite Parameter, die ist auch da irgendwo verlinkt, wo so Richtwerte drin stehen, denn die Fräse hat verschiedene Dinge, die man einstellen kann. Also im Wesentlichen kann man, das fährt ja so rum, und in der Mitte ist eine Spindel, die sich dreht. Diese Spindel hat eine Drehzahleinstellung zwischen 1 und 9 oder so. Oder 5, ich weiß gerade gar nicht. Da stehen auch konkretes Mapping zwischen Ziffer und Umdrehung pro Minute drauf. Und auf dieser Parameterseite steht so Daumenpeilung, wie schnell sich was drehen sollte für verschiedene Werkstoffe. Denn weiche Dinge fräst man tendenziell mit langsamerer Drehung als harte Dinge und harte Dinge entsprechend schnell.
Und das zweite, der wesentliche Parameter, ist, wie schnell die Fräse durch die Gegend fährt. Also das eine dreht sich ja und das zum zweiten fährt sie rum. Und was ein bisschen creepy ist, was ich total unintuitiv fand, ist, irgendwo gibt es hier die Parameter, genau, Parameter. Und hier gibt es hoffentlich ein Bild, was man halbwegs erkennen kann. Ja, ah, komm. Wie unnütz. Wenn ich das irgendwie... Neuer Tab. Aber wird es davon besser? Nein. Also ja, teilweise. Also hä? Ja, oder unten auf den über weitere Einzelheiten auf dem... Also das ist eigentlich ein JPEG irgendwie. Ah, gut. Also es ist ein sehr hässliches Foto, weil ich das mit meiner Smartphone-Kamera aufgenommen habe. Aber ich habe hier immer so einen 1 cm langen Schlitz quasi gefräst. Ohne irgendwelche Features. Das Ding ist hier links reingefahren, dann 1 cm rechts gefahren, wieder rausgefahren. Der einzige Unterschied ist, dass es unterschiedlich schnell nach rechts gefahren ist. Meine Intuition, bis ich diese Fräse benutzt habe, war immer, wenn ich Dinge langsam und vorsichtig mache, ist es tendenziell ordentlicher. Das ist super merkwürdigerweise bei Fräsen nicht so. Wenn man sehr langsam fährt, das ist hier passiert, dann, das waren hier 100 mm pro Minute, dann passiert Folgendes, das Fräswerkzeug schabt, also nachdem es quasi das Loch einmal fertig gefräst hat, schabt es immer wieder an der gleichen Stelle Werkstoff entlang, beim Holz in diesem Fall. Und durch dieses immer wieder langschieben heizt sich die Oberfläche des Werkstoffes auf. Und bei Holz ist es noch halbwegs harmlos, es wird einfach schwarz, weil es halt heiß wird und verkohlt. Das riecht ein bisschen widerlich, je nachdem wie viel Leim in so einem Leimholz drin ist, riecht das auch ein bisschen mehr widerlich. Bei anderen Werkstoffen ist das deutlich schlimmer. Also zum Beispiel das Acrylglas, was ich gefräst habe, das schmilzt dann halt auch einfach. Mhm. Der Trick besteht darin, schnell genug durch das Material zu fahren, sodass der Teil, den man gerade aufgeheizt hat, schon hinter einem gelassen ist, bevor er zu heiß wird. Oder halt die Drehzahl runter. Ja, die Drehzahl runter tun, wobei die Drehzahl runter bedeutet stärkere Kräfte auf dem Fräswerkzeug. Ich erzähle gleich noch, also was quasi die Randbedingungen sind, weshalb es nicht beliebig steigerbar ist. Also hier habe ich jetzt, das sind glaube ich 5 Striche, irgendwie 100 mm pro Minute, 200 mm, 400 mm war das erste, wo ich in diesem Holz mit diesem Fräser und das war Fräsgeschwindigkeit 3, was auch immer das ist, quasi keine verkohlten Späne mehr hatte. Und 800 und 1600 ging genauso gut. Aber wenn man es zu langsam macht, werden die Sachen zu heiß. Was ich ziemlich unintuitiv fand, weil bisher war immer mein mentales Modell, wenn ich jetzt das langsamer mache, wird es einfach immer nur genauer und besser und das funktioniert einfach. Das ist aber hier nicht so. Ja. Das Holz an dieser Stelle auch irgendwie anders, ne? Wo anders? Ein bisschen weniger dicht, weil es ein anderes... Ja, das ist hier Leimholz, aber hier zum Beispiel, also da passt es schon ziemlich gut. Und das ist dasselbe Material, das ist nicht ein anderer Baum. Das ist, ich glaube, es war Akazien, Buche und wieder Buche. Das ist halt ein billiges Stück Holz aus dem Baumarkt. Das ist irgendwie geklebt. Ja, theoretisch kann die Maserung auch was machen, wobei ich behaupten würde, das ist relativ symmetrisch. Also wenn ich mir diese Maserung angucke und diese, wenn die Bäume jetzt nicht super unterschiedlich waren, wahrscheinlich war es eh derselbe Baum, dann passt das schon. Habe ich das richtig verstanden? Du hast verschiedene Vorschubgeschwindigkeiten. Genau, gleiche Drehzahl. Und bei zu niedriger Vorschubgeschwindigkeit wird es halt heiß und dann irgendwann wird es gut, sag ich mal. Und wenn man die Drehzahl an den gleichen Faktor niedriger macht wie die Vorschubgeschwindigkeit? Das ist theoretisch korrekt. Aber erstens natürlich Geduld quasi. Und zweitens wenn es zu niedrig ist, verklemmen sich Dinge und gehen nicht wieder lose. Es hat einen Sinn, weshalb sich das Ding schnell dreht. Ja. Quasi, weil es einfach durch Schwung kleine Unebenheiten Material wegdengelt, die es nicht überlebt, wenn es sich quasi langsam dreht. Mhm. Weniger Vorschubgeschwindigkeit ist nicht unbedingt besser. Zu viel Vorschubgeschwindigkeit ist meine Erfahrung, das bricht halt immer das Werkzeug ab. Weil einfach die Querkräfte auf der Fräsachse einfach zu groß werden. Zumindest bei den billigen Werkzeugen, die in diesen Dremelpacken sind, ist das in Wahrheit nicht so schlimm. Also ich habe irgendwie, ich weiß nicht, immer 3 Stück für 6 € oder so aus dem Baumarkt gezogen. Da kann man auch noch 100 bestellen, das ist wahrscheinlich egal. Wenn man die aus dem Internet bestellt, werden die auch günstiger. Ja. Gibt es da nicht einfach Tabellen? Ich meine, du hast einmal eine Schnittgeschwindigkeit, die du entlang des Umfangs des Werkzeugs brauchst, um zu schneiden. Und dann hast du eben eine einen schmalen Zuschnitt, den du eigentlich dann pro Schneider brauchst. Die Antwort ist einfach Listen, wo man sagt, ich muss so für dieses Material so und so kommen. Also die Antwort ist, es gibt diese Tabellen. Es gibt die Tabellen.
ein Teil der Tabelle steht quasi auch im Wiki, was die Leute probiert haben. Es gibt auch richtige offizielle wissenschaftliche Tabellen, die irgendwie in großen Studien irgendwelche Werkzeughersteller gemacht haben und veröffentlichen und so. Also jeder Tabellen irgendwie. Also man kriegt die auch im Internet zu verschiedenen Werkstoffen und verschiedenen Fräsern. Aber erstens, die meisten Werkstoffe, die wir verarbeiten, kennen wir gar nicht so gut. Also wenn ich jetzt so ein Stück Holz aus der Kiste nehme, das ist halt ein Stück Holz. Das hat vollkommen unbekannte Werkstoffparameter. Die Frage ist jetzt, ob man das so Pi mal Daumen ausprobiert und guckt, ja, irgendwie auf und eine Balance zwischen Abbrechen und Wegkommen. Ja, so Abbrechen, das kriegt man relativ schnell raus, ob das, also da bleibt mal irgendwann drunter einfach. Ich würde mich ja mal an die Wiki-Parameter halten und dann nach oben und unten ein bisschen probieren. Ich habe ein bisschen rumgelesen und auch die professionelle Variante ist tatsächlich, ich beginne mit der professionellen Tabelle und meistens machen die Leute ja nicht ein Stück, sondern irgendwie, wenn sie CNC-Fräse, also echte Fertigung haben, 5000 oder so, die ersten 10 davon sind auch Schrott. Also steht der Maschinist daneben und sagt, das klingt nicht gut, ich mache das jetzt mal schneller oder langsamer, das machen die so. Da gibt es noch mehr Effekte. Also es hängt auch damit zusammen, wie die Einspannung des Werkzeuges zu Eigenfrequenzen in dem Werkzeug führt zum Beispiel. Also das ist, ich glaube, das Problem haben wir nicht, also solange wir Holz fräsen, weil Holz ist eh unendlich weich im Vergleich zu diesen Fräsern. Aber sobald man mit Metall und so rangeht, dürfte das auch relevant werden, denke ich. Theoretisch gibt es auch noch Kühlung und so, das habe ich bisher auch überhaupt nicht angefasst, weil ich nur Holz und Acryl gemacht habe. Und das habe ich beides einfach nicht kühlen müssen. Ich glaube, unsere Wiki-Tabelle ist ein okayer Startpunkt, aber meine Experimente sagen, da geht in beide Richtungen noch ziemlich viel. Also ich würde mich tatsächlich freuen, wenn Leute irgendwas ausprobieren, wenn sie einfach diese Tabelle ergänzen und quasi Einträge machen für, ich habe mit diesen Parametern erfolgreich gefräst. Damit man einfach so eine Streuung mal bekommt, wo das geht und wo das nicht geht. Also momentan ist halt die Tabelle irgendwie, ist die gerade schon offen. Kann ich mal einen nach dem Bearbeitungszentrum so ein Wachs verstehen? Keine Ahnung, es gibt halt diese Tabelle, wo links irgendwie steht, welche Materialien und wie schnell das Vorschubgeschwindigkeit und welche Eintauchtiefe das hatte und wie schnell das gedreht hat und was für ein Fräskopf das ist. Ja, aber man sieht schon, das sind irgendwie, keine Ahnung, 10 Datenpunkte. Und ich weiß, dass ich zum Beispiel bei Holz hatte ich dieses Experiment mit, ich habe von 100 bis 1600 gefahren und das war alles okay. Das Problem ist, es ist immer nur 1 cm. Wahrscheinlich bricht es irgendwann ab bei 1600. Also ich habe schon einen Fräser in Holz versaut und einen in Acrylglas. Aber ich denke, da gibt es noch einen großen Parameterraum, der eigentlich geht, den man nur mal ausprobieren muss. Genau, weniger Vorschubgeschwindigkeit kann unter Umständen heißen, genauere Raumpositionierung des Werkzeuges. Also die CNC-Fräse ist halt ziemlich gut, aber nicht perfekt. Wenn man zu schnell rumfährt, merkt man irgendwann, dass die auch schwingt. Also dass man halt keine sauberen Ecken und so kriegt, weil das Werkzeug einfach durch den Schwung der Motormasse quasi noch einen halben Millimeter, nein, so viel nicht, aber vielleicht ein Achtel Millimeter durchschwingt quasi, bis vor das der Aufbau sie aufhält. Genau, und ich bin relativ überzeugt davon, dass weniger Eintauchtiefe strikt besser ist, wenn man die Geduld hat. Ein großer Vorteil, also mehrere Sachen, die Gesamtkräfte sind einfach geringer. Wenn ich halt nur ein Zehntel Millimeter tief fräse, dann belasse ich das Werkzeug thermisch weniger auf jeden Fall, den Werkstoff weniger. Ich habe weniger Kräfte innerhalb des Werkstoffes und auch weniger innerhalb des Werkzeugs. Das Einzige, was nicht so cool ist, sagt das Internet, aber das habe ich bisher, war mir das total egal, das Werkzeug wird natürlich ungleichmäßig abgenutzt. Also wenn ich halt immer nur 0,1 mm tief fräse, dann habe ich halt irgendwann ein Werkzeug, was auf den unteren 0,1 mm abgenudelt ist und oben theoretisch noch schneiden könnte, bloß die kann ich auch nicht mehr benutzen, weil ich mit der unteren Hälfte eh nicht mehr sauber fräsen kann. Ja genau, ich habe, wie gesagt, Holz und Acryl bisher gemacht. Bei Acryl habe ich gelernt, dass man wirklich sehr wenig Eintauchtiefe möchte, weil zumindest das Plexiglas, was ich hatte, das wird einfach ab einem Millimeter oder so, Plattendicke, wird das so elastisch, dass es sich an dem Fräser mit hochzieht. Also die billigen Dremelfräser, die möchten gerne die Späne nach oben auswerfen. Und wenn man nicht aufpasst, dann ziehen sie halt nicht nur die Späne nach oben, sondern einfach das Material. Das kann man natürlich verhindern, wenn man sehr eng einspannt, aber dann kann man nur sehr kleine Dinge fräsen. Ja, oder man muss mit relativ hoher Drehgeschwindigkeit zum Beispiel fahren, damit sich das Werkstück da gar nicht erst bewegen möchte. Aber dann kann man nur sehr geringe Eintauchtiefen machen, weil es halt sonst alles zu warm wird. Und wenn es einmal schmilzt, dann wird es noch elastischer, zieht sich dann am Werkzeug hoch, kann sich ein bisschen mitdrehen, wird dann wieder kalt. Und also irgendwo in der Mülltonne, jetzt ist es wahrscheinlich schon weg, gibt es eine Plexiglasplatte mit eingegossenem Fräskopf.
Das ist dann halt wieder fest geworden. Und dann abgebrochen, natürlich. Genau. Zu. Hey, dann mache ich erstmal kurz das. Das Mini-Tool auf. Was ist denn das da? Genau, ich habe hier irgendwo im Stratum 0 Repository sein CNC-Milling. Pull Requests ist auch gerne gesehen. Da ist momentan im Wesentlichen. Also es gibt eine Anleitung, falls ihr diese Anleitung folgt und sie nicht versteht, schreibt mir oder jammert mich voll. Ich bin sehr daran interessiert, dass es mehr Leute können als mich. Es ist Python 3, es ist nicht Elemas, man kann also daran entwickeln, ohne eine neue Programmiersprache lernen zu müssen, auch wenn es natürlich nicht die beste Programmiersprache ist, aber es funktioniert. Genau, sie nimmt Grayscale Images und macht darauf G-Code, das hatte ich schon erzählt. Ich hoffe, dass der Rest erklärt sich. Ich kann mal ganz kurz die Parameter erzählen. Man gibt halt an, wie tief man schneiden möchte, wie viel, also alles Millimeter, wie breit und wie hoch das Bild quasi sein soll, in wie vielen Schnitttiefen es schneiden soll, weil im Prinzip ist es ein echtes Grayscale zu G-Code. Das heißt, wenn man irgendwie eine schiefe Ebene haben möchte, dann kann man halt einfach einen Gradienten machen. Und dann, ja, das Tool macht immer planare Ebenen. Es macht quasi niemals einen schrägen Schnitt in Z. Es macht schräge Schnitte in XY, aber nicht in Z. Das heißt, wenn man eine echte, saubere Schräge haben muss, dann muss man relativ viele Planes angeben. Also kann man sich überlegen, wie kleine Abstände für einen okay sind. Und am Ende muss man sowieso mit seinem Papier ran. Also eigentlich immer, wenn man hübsche Oberflächen haben will. Und da macht man im Zweifelsfall die hässlichen Terrassen auch noch raus. Genau, da kann man eins bis mehrere Tools angeben. Also Fräsköpfe, wie viel Millimeter Durchmesser die haben und wie der G-Code heißen soll für diesen Fräskopf. Und dann gibt man halt noch die Eingabe. Und es hat noch 3000 andere Parameter und es hat auch minus minus help, die das hoffentlich erklären sollten. Wenn ihr minus minus help benutzt und der Parameter ist ja immer noch nicht erklärlich, dann jammert mich bitte auch voll. Genau, außerdem habe ich ein Tool, das sagt einem, wie groß der Fräskopf eigentlich fräst. Das steht zwar auf der Packung, aber die lügt. Aus mehreren Gründen. Erstens, wahrscheinlich, weil sie einfach lügt, weil die Fräser nicht, also gerade die billigen Dremelfräser aus dem Baumarkt sind wahrscheinlich nicht mit der Präzision gefertigt, die man sich wünschen würde. Zum Zweiten ist der Werkstoff Holz einfach elastisch. Wenn ich da rumfräse, dann hängen halt am Ende Späne trotzdem wieder in den freigefrästen Raum. Das kann man manchmal relativ gut sehen, hängt ein bisschen vom Holz ab. Dann kommt es noch darauf an, wenn das Ding nicht ganz sauber eingespannt ist oder so, dann rotiert halt der Fräser auch nicht perfekt um seine Mitte, sondern macht quasi so kleine Kringel, wodurch er größer wird. Deshalb gibt es ein Kalibrationstool, das macht, macht Löcher nebeneinander, mit der Hoffnung, dass man quasi in dem Moment, wo die beiden Löcher genau, die beiden Kreisformen sich quasi berühren, und man da durchgucken kann, man sagt, okay, das ist jetzt quasi die Fräsergröße, die tatsächlich effektiv in den Werkstoff dann als Lochgröße erzeugt wird, und mit der arbeitet man weiter. Genau, und ich habe ein Skript gemacht für Intarsien, was ich eigentlich machen wollte. Denn man muss noch ein paar mehr Sachen tun, quasi um eine Intarsie zu tun. Denn man hat ja zwei Hölzer. Man hat das eine Holz, was der Hintergrund ist, und mindestens ein weiteres Holz, was man einsetzen möchte. Das Skript kann bisher genau zwei Sorten sozusagen, also Intarsien, die aus zwei Holzsorten zusammengesetzt sind. Hier steht es auch, aber ich erkläre es gleich nochmal in dieser Text. Ja, was macht dann? Also erstmal denkt man sich irgendein Bild aus. Und dann fräst man sinnvollerweise erstmal den quasi in das Holz, in das man einlegen möchte. Und zwar fräst man als Vertiefung das Muster, was man quasi am Ende sehen möchte. Dann nimmt man sich den Vordergrund und spiegelt den. Das hat mich, ich glaube, ungefähr 4 Versuche gekostet, bis ich verstanden habe, warum meine Teile nicht passen. Man nimmt also das invertierte Bild, spiegelt das und fräst quasi das Muster jetzt als gespiegelte Erhöhung in einen zweiten Blockholz, den man einsetzen möchte. Das ist durchaus ein Punkt, wo man dann gerne verschiedene große Werkzeuge benutzt, wo man relativ viel Hintergrund wegtragen muss. Also kann man sich vorstellen, wenn man ein Muster hat, was relativ ausgedehnt ist, aber nur wenig Erhöhung, dann hat man sehr, sehr viel Fläche, die man einfach wegkriegen muss. Da mag es sich anbieten, das nicht alles mit dem 2mm-Tool zu machen. Geht aber auch, man muss halt nur Geduld haben. Ja, dann schmiert man jede Menge Holz dann überall dran, klappt das Ganze zusammen und drückt sehr dolle. Sehr dolle hat sich bisher immer realisiert als Schraubstock. Weil tatsächlich ist mit der Hand drücken zum initialen Align ganz okay. Man sollte es nicht hämmern. Das habe ich auch ein paar Mal versucht, aber hämmern führt üblicherweise, also nicht immer, aber das kann leicht dazu führen, dass einfach
Stege, die nicht perfekt passen, abbrechen. Schraubstock scheint besser zu funktionieren. Plus die Profis aus dem Internetvideo machen das auch mit Schraubstöcken. Also zwei parallele Flächen, die aufeinander... Genau, zwei parallele Flächen, die quasi dann Hölzer immer weiteinander... Ja, wobei die machen das nicht mit einem Schraubstock, die machen das in einer, ich weiß nicht, 2 Quadratmeter großen Presse mit 8 Tonnen pro Inch Quadrat oder so, aber im Prinzip mit einem Schraubstock. Bloß ein genau, und dann hat man... Und eine Presse könnte ich euch besorgen. Die steht bei meinem Nachbarn in der Garage, so einer... Furnierpresse. Oh, wie groß ist denn die? Ja, irgendwie so ein... Das ist aber aus verschiedenen Gründen ganz schön geil. Stahl. Also wir haben es irgendwann mal unserem Nachbarn geschonken und jetzt steht es bei ihm rum und er kriegt den Ärger mit seiner Frau. Das ist vor allem auch geil, um solche Zementfliesen zu machen. Und damit kann man allen möglichen Scheiß machen. Also ja. Die sind... die kann man sich zwar auch fertigen lassen im Internet und schicken lassen für, ich glaube, 170 Euro pro Quadratmeter. Also wenn man das mit so einem Schraubstockgewinde dann naja, zusammenpressen kann. Das ist ganz schön geil. Ja, bei ja, das geht. Ja. Also grundsätzlich wäre ich daran sehr interessiert, aber wohin? Okay. Ja, genau. Okay, also wir haben dann... Wir brauchen einen größeren Preis. Wenn man das fertig getan hat, lässt man es also ein bisschen trocknen, offiziell irgendwie, also mindestens eine halbe Stunde, es hat sich bewährt, sage ich mal. Länger ist im Zweifelsfall wohl besser. Was man hat, ist ein Hintergrundholz, wo in dem Musterbereich ein Vordergrundholzklotz draufklebt. Das ist gar nicht so ein praktisches Werkstück, weil dieser Klotz einfach ziemlich dick ist, wenn man irgendwelche Bretter aus der Kiste genommen hat. Wenn man einen relativ dicken Klotz hat, hat das den Vorteil, dass er vergleichsweise stabil ist. Wenn man das Positiv quasi relativ weit reinfräst, beziehungsweise einfach mit einem dünnen Stück startet, hat man das Problem, dass beim Fräsen quasi das Trägermaterial irgendwann sehr empfindlich wird. Das hatte ich bei meinem Plexiglas mehrfach das Problem, dass ich fast das Problem hatte, dass es quasi abgebrochen ist oder sich halt elastisch verbogen hat und so. Also es macht es einfacher, wenn es ein großer Klotz ist, aber es macht den nächsten Schritt hässlicher, weil den Klotz muss man wieder loswerden. Bisher habe ich das irgendwie 2 oder 3 Mal gemacht und das habe ich immer mit der CNC-Fräse gemacht. Ich glaube, die offizielle Lösung ist, dass man es mit der Oberfräse macht, weil das einfach geht. Aber den muss man irgendwie einspannen und Dinge, bla bla. Man kann auch einfach einen großen Oberfräskopf an die CNC-Fräse tun und es gibt ein kleines Tool, was auch in dem Repository ist, was quasi einfach so ein rechtwinkliges Fräs da mal drüber generiert, was auch die Toolgröße nimmt. Und dann fräst man sinnvollerweise in, weiß nicht, 2 oder 3 Millimeter Schritten erstmal das Gröbste weg und versucht dann möglichst nah an die Oberfläche ranzukommen. Und dann kann man sich überlegen, ich habe es bisher immer so gemacht, dass ich mit der Fräse noch in die Oberfläche mit reingefräst habe, dann, je nachdem irgendwie 0,2 mm oder so, um quasi einen gleichmäßigen, sauberen, gefrästen Oberfläche zu bekommen. Wir werden demnächst mal ausprobieren, wie das ist, wenn man das nicht macht, sondern das letzte bisschen Material von Hand mit dem Schleifpapier abträgt. Das ist auf jeden Fall oberflächenschonend, also man verbraucht weniger Material. Und man kriegt wahrscheinlich auch schönere Übergänge an den Außenkanten hin. Weil man ansonsten das Problem hat, da wo man gefräst hat, sieht man halt einfach das Ende von diesem Muster. Das ist zwar jetzt inzwischen eine gerade Kante, aber trotzdem. Und das muss man halt auch irgendwie wieder wegkriegen, wenn man möchte. Und dann, was man am Ende quasi sieht, ist die Schnittfläche nach dem Freifräsen, wo die beiden Musterhölzer ineinander greifen. Also das ist insofern ganz schön, dass man nicht das Problem hat, dass irgendwie ausgerissene Außenkanten oder so, die man sonst manchmal hat, wenn man Holz fräst, sondern man sieht quasi einfach irgendwo eine beliebig gewählte Schnittebene in dieser Ineinandersteckung. Noch was? Achso, das habe ich bestimmt schon erzählt. Genau, das habe ich schon erzählt. Das nimmt halt Tiefenkarten. Ah ja, es hat die Annahme, dass es ein zylindrisches Werkzeug ist. Also im Prinzip viele der Fräswerkzeuge, die wir haben, sind gar nicht zylindrisch, weil die andere Anwendungsfälle effektiv haben. Die sind meistens irgendwie konisch, sodass sie quasi schiefe Kanten machen. Ich glaube, für Intarsien ist es ganz gut, gerade Kanten zu haben, weil man sonst, wenn sich das Holz irgendwie arbeitet, drückt oder streckt, immer Kräfte haben dürfte, die die Einlegearbeiten rausdrücken. Das ist wahrscheinlich nicht cool. Mit einer geraden Musterkante, wo es quasi reingesteckt wird, sollte das nicht oder fast gar nicht passieren. Die Dremelfräse, die ich gekauft habe, Werkzeuge haben aus Gründen, weil ich die dafür gekauft habe, sind im Wesentlichen zylindrischen Schnitt. Wir haben auch ein paar andere zylindrische. Aber man sollte ein bisschen darauf achten. Genau, PRs sind gerne gesehen. Ja, dann gibt es dieses Shell-Skript, das macht den kompletten Workflow. Also es nimmt einfach ein Schwarz-Weiß-Bild, das spiegelt das korrekt. Es macht auch so ein bisschen extra
Luft zwischen die beiden Objekte. Das hängt sicherlich vom Werkstoff ab und so. Mein Werkstoff war Akazie und Buche. Damit ging das quasi so. Das geht auch mit mehr oder weniger. Also ein bisschen zu viel Spiel macht das im Zweifelsfall, dass man eine dünne Schicht Holzleim in der Schnittfläche sieht. Ist das ein Parameter, den man einstellt? Ist das ein Shell-Skript? Also ja, im Readme, also ja, im Readme steht, wo man das drehen muss. Das ist einfach, es ist DevMap to G-Code plus ein bisschen Image Magic. Und an irgendeiner Stelle gibt es einen Blur-Schritt, der quasi das Muster ein bisschen größer macht und dann einen Posterize-Schritt, der das wieder auf schwarz-weiß stempelt. Und da kann man halt mehr Blur machen, dann wird das halt mehr. Also, es ist jetzt keine große Magie. Aber es bietet sich jedenfalls an, ein bisschen extra Abstand da reinzumachen. Wahrscheinlich ist es auch gut, die eine Seite ein bisschen tiefer zu fräsen als die andere, weil der Holzleim dann da rein kann. Also quasi in die Tiefe rein kann. Das war kein Problem, als ich Holz-Holz gemacht habe, das war ein Problem, als ich Holz-Acrylglas gemacht habe. Weil das Acrylglas ist, da geht halt kein Kleber rein. Vielleicht ist auch Uhuhart einfach nicht so gut in Holz zu drücken wie Holzleim, das mag wohl sein. Aber es funktioniert. Ja genau, Calibration hatte ich schon gesagt. Jo, das sind alle Dateien, die ich zeigen wollte. Und ich glaube, es macht Sinn, Objekt einmal rumzugeben und vielleicht mal drüben zu gucken, wo die Knöpfe sind. Und mal das Smoothie Board Controller auf dem Smartphone zu zeigen, damit man sieht, wie quasi das tatsächlich passiert.